I often talk about food in my videos, but at the end of this video, you will have actual food to eat if you join me in cooking a German Thanksgiving soup. Hallo, herzlich willkommen. Ich bin Katrin und wir lernen natürlich Deutsch. As I told you in the last video, today we're gonna cook together. If you don't know what ingredients we need, watch this video here. It's a kind of like a part one, because in this video we're only gonna prepare the soup. Dann fangen wir an. Was haben wir alles hier? Was müssen wir machen? Also zuerst brauchen wir ein Brett. Ein Schneidebrett, hier können wir schneiden. Und dann einen Schäler. Das ist ein Schäler oder auch Kartoffelschäler. Und wir schälen die Kartoffeln. Wir schälen alle Kartoffeln. Wie viele Kartoffeln? Vielleicht 1 Kilo? Aber es kommt darauf an, wie du möchtest. Wie viel Suppe möchtest du haben? Und hier siehst du, das ist ein Schäler und wir schälen die Kartoffeln. Das hier ist die Schale. Also wir schälen die Schale. Sehr gut. Die Kartoffel ist geschält. Und wir müssen alle Kartoffeln schälen. Wir machen die Schale weg. Genau. Jetzt ist die Schale weg. Außerdem müssen wir auch die Karotte schälen. Die Karotte hat ja eine sehr dünne Schale und wir schälen auch die Karotte. So, jetzt also die Karotten schälen. Sehr gut. Manche Leute sagen nicht Karotte, sondern Möhre. Die Möhre. Und es gibt auch manche Menschen im Süden, im Schwäbischen, und sie sagen auch gelbe Rübe. Karotte, sie ist nicht gelb, aber ja, man kann auch gelbe Rübe zur Karotte sagen oder eben Möhre. Genau. Gut. Die Karotte ist geschält oder die Karotten, alle Karotten schälen und alle Kartoffeln schälen. Du entscheidest, wie viele Kartoffeln, du entscheidest, wie viele Karotten. Was müssen wir noch schälen? Wir müssen die Zwiebel schälen. Können wir die Zwiebel mit dem Schäler schälen? Nein, die Zwiebel hat Schale, aber wir schälen die Zwiebel mit einem Messer. So, wir schneiden die Zwiebel und wir schälen die Zwiebel. Also, die Zwiebel ist geschält, die Kartoffeln sind geschält, die Karotten sind geschält und die Schale kommt in den Müll. Erinnerst du dich, in welchen Müll die Schale kommt? If you don't remember, I also did a video on the trash in Germany and how we separated. Also, dieser Müll kommt in den Biomüll. Okay, der Müll ist im Müll. Das heißt, jetzt können wir schneiden. Wir schneiden die Zwiebel,
das ist das Messer, das ist das Schneidebrett und jetzt können wir die Zwiebel schneiden. So, die Zwiebel ist geschnitten. Dann brauchen wir jetzt einen Topf. So, hier ist der Topf. Frisch aus der Spülmaschine. Er ist noch warm. Also, was brauchen wir jetzt? Wir brauchen Fett. Also, was können wir nehmen? Wir können Olivenöl nehmen oder Rapsöl, also Olivenöl, Rapsöl oder auch Sonnenblumenöl. I know this one is Dutch, so don't get confused with the writing on them. Was können wir noch nehmen? Wir können auch Butter. Wir können aber auch Butter oder Margarine nehmen. Wie du möchtest, das ist mir egal. Butter, Sonnenblumenöl, Rapsöl, Margarine, Olivenöl. Das kommt in den Topf für die Zwiebeln und den Knoblauch. Die Zwiebel ist geschnitten und im Topf. Dann brauchen wir jetzt den Knoblauch, die Knoblauchzehe. Auch den Knoblauch müssen wir schälen und schneiden. Und der Knoblauch kommt auch in den Topf. So, die Zwiebeln und der Knoblauch und das Öl sind im Topf. Und das muss jetzt heiß werden. Genau, wir erhitzen das Ganze. Sehr schön. Das hier ist übrigens ein Pfannenwender oder ein Spatel. Ja, ich weiß es auch nicht. Es gibt verschiedene Worte. Und natürlich müssen wir jetzt auch die Kartoffeln und die Karotten schneiden. So, das kommt weg. Diese Seite kommt weg. Und die Karotte schneiden wir in Rädchen. Man sagt Rädchen. Das hier sieht aus wie ein Rad. Das Rad, aber es ist sehr klein, also das Rädchen. Wir schneiden die Karotte in Rädchen. Die Kartoffeln schneiden wir nicht in Rädchen. Wir schneiden sie in Würfel. Wir halbieren sie, das ist eine Hälfte, noch eine Hälfte. Wir halbieren die Kartoffel. Noch einmal. Halbieren. Jetzt ist es ein Viertel, noch ein Viertel, eine Hälfte. Und genau, wir schneiden Würfel. Wir würfeln die Kartoffeln. So, sehr schön. So, alle Karotten und Kartoffeln sind geschält mit dem Schäler und geschnitten mit dem Messer. Die Karotten sind in Rädchen geschnitten und die Kartoffel sind in Würfel geschnitten. Alles liegt auf dem Schneidebrett oder Brettchen. Oft sagen wir auch Brettchen, obwohl es sehr groß ist. Okay, und jetzt müssen wir den Lauch und den Sellerie waschen. Wir brauchen nicht alles von dem Sellerie, vielleicht, ich weiß nicht, ein großes und ein kleines Teil. Ups. So, also ein bisschen Sellerie und den ganzen Lauch. Das wasche ich jetzt.
In der Küche, im Spülbecken oder in der Spüle. Ich wasche das unter fließendem Wasser. Also das Wasser, es ist nicht in einer Schüssel, es fließt. Ich wasche den Lauch und den Sellerie unter fließendem Wasser in der Spüle. So, hier ist der Lauch und der Sellerie. Es ist noch nass, du siehst es, ich habe es gewaschen. Gut, zuerst schneiden wir den Lauch. Wie schneiden wir den Lauch? Wir schneiden den Lauch, wie auch die Karotten, in Rädchen. Das heißt, hier, zack, 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 wir schneiden den Lauch in Rädchen. Hier sieht es nicht aus wie Rädchen, wie ein Rad, aber auf dieser Seite, hier siehst du, es ist wie ein Rad, es sind Rädchen. So, und den Sellerie schneiden wir jetzt auch noch. Genau, wir schneiden den Sellerie klein. Ah, übrigens, ich benutze heute Stangensellerie. Das ist wie eine Stange. Es gibt auch Knollensellerie. Es ist eine Knolle, ähnlich wie eine Kartoffel. Hier ist ein Bild, das ist Knollensellerie. Das kannst du auch benutzen, wie du willst. Sellerie. Ich denke, Sellerie ist Sellerie, aber ich bin kein Koch. Ich koche nur manchmal. So, hier die Zwiebel und der Knoblauch werden ja angebraten im Fett. Als nächstes kommen die Kartoffeln und Karotten. Ups. So, ich habe verleppert. Also, alles kommt in den Topf. Und dann brauchen wir natürlich auch Wasser. Jetzt können wir die Suppe gewürzen. Ich benutze gerne Gemüsebrühe, weil wir Vegetarier sind, aber es gibt auch Rinderbrühe. Brühe ist ja wie Wasser mit Geschmack, mit Salz zum Beispiel und Pfeffer. Das ist fast leer. Genau, jetzt können wir hier die Suppe etwas gewürzen. Wenn du möchtest, kannst du auch einen Deckel auf den Topf legen. Dann ist der Topf zu und er kann besser kochen. Genau, oder das Wasser, die Suppe, kocht schneller, wenn wir einen Deckel haben. So, hier ist der Lauch und der Sellerie. Und wenn die Suppe kocht, wenn die Kartoffeln und die Karotten nicht mehr ganz hart sind, wenn sie etwas weicher sind, wenn sie etwas gekocht haben, dann können wir alles vom Schneidebrett, den Lauch und den Sellerie, in die Suppe tun. Dann können wir, genau, das andere auch noch in den Topf werfen. Aber jetzt müssen wir noch warten. Die Suppe kocht noch nicht. So, die Suppe blubbert.
Hier, du siehst die Blasen. Die Suppe kocht. Das heißt, wir können den Rest auch in die Suppe geben. Ups. Schaffe ich das? Bekomme ich das hin? Vorsichtig, das spritzt. So, der Lauch und der Sellerie, alles kommt, oh nein, in die Suppe. Und nein, es soll in den Topf, nicht neben den Topf. Wo ist der Lauch? Hier. Sehr gut. Alles kommt in den Topf. Und wir können vorsichtig rühren. Das heißt umrühren oder rühren. Und dann müssen wir die Suppe wieder kochen lassen. Also Deckel auf den Topf und warten. Während wir warten, also wir warten und gleichzeitig, können wir die Würstchen schneiden. Und wie schneiden wir die Würstchen? In Rädchen, genau. Auch die Würstchen schneiden wir in Rädchen. So, also, wir haben die Würstchen geschnitten. Und was können wir noch machen? Wir können auch die Petersilie schneiden. So, die Suppe, sie kocht sehr. Hier siehst du es wieder, es blubbert. Die Suppe kocht. Das heißt, wir können den Herd runterstellen. Zuerst stand der Herd auf 9 und jetzt können wir, ja, vielleicht auf 5 oder 6 den Herd runterstellen oder runterdrehen. Genau, aber die Suppe soll immer noch kochen. So, die Suppe ist fast fertig. Dann fehlt noch die Sahne. Okay, den ganzen Becher Sahne in die Suppe. Und was machen wir dann? Natürlich verrühren. Jetzt kocht die Suppe nicht mehr. Die Sahne war etwas kalt. Diese Suppe hat viele Stücke. Und manche Menschen mögen viele Stücke. Andere wollen, ja, eine Cremesuppe, wo es nicht so viele Stücke gibt. Wenn du möchtest, kannst du mit einem Mixer oder der Pürierstab, mit einem Mixer oder Pürierstab ein bisschen die Suppe mixen. So, ich glaube, das reicht. Das ist genug. Hier siehst du, die Suppe kocht sehr stark. Also wir können den Herd runterdrehen oder ausmachen. Und wir können die Suppe probieren. Schmeckt die Suppe gut? Oder müssen wir noch mehr gewürzen? Achtung, die Suppe ist heiß. Müssen wir pusten. Wenn die Suppe gut schmeckt, wenn sie gut gewürzt ist und wenn die Kartoffeln und Karotten weich sind, dann kommen die Würstchen. Yay! So, alle Würstchen kommen
in die Suppe. Nicht neben die Suppe, sondern in die Suppe. Sehr gut. Gut, dann ist unsere Suppe fast fertig. Wir können die Suppe aufschöpfen. So, lecker. Und noch mit ein bisschen Petersilie verzieren. Bevor wir jetzt die Suppe essen, müssen wir natürlich noch das Brot schneiden. So, ich habe ein Weißbrot oder Baguette. Genau. Hier sagen wir Scheiben. Das sind Brotscheiben. Dann ist die Suppe fertig. Und wir können essen. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht, zusammen zu kochen. Ich hoffe, du hast viel gelernt. Und jetzt wünsche ich dir einen guten Appetit. Lass es dir schmecken und bis zum nächsten Video. Tschüss!